können Sie die aktuellen BGH-Urteile vom 15. März 2015 in Bezug auf die Quotenregelung bei Auszug, also Reparaturen und Instandhaltungskosten und generell der Schönheitsreparaturen erklären? Ja, will ich gerne machen. Das ist nicht ein Urteil, das sind, glaube ich, drei Urteile gewesen. Genau, der BGH hat verschiedene Fälle zusammengefasst. Um mal von vorne anzufangen, ich habe es vorhin gesagt, Schönheitsreparaturen trägt der Vermieter. Man kann aber durch einen Mietvertrag sie dem Mieter überbürden. An diese Überbürdung stellt der BGH sehr strenge Voraussetzungen. Seit 2004 gibt es regelmäßig Urteile, die sagen, diese Klausel ist wirksam, diese Klausel ist unwirksam. Stichwort starre Fristen. Klauseln sind immer unwirksam, wenn sie die Pflicht zur Renovierung entkoppeln vom Renovierungsbedarf. Soweit so gut. Also da wähnten sich, genau, auch jetzt noch. Also, aber man hat, also seit 2004 gab es diese Rechtsprechung und so langsam war eigentlich klar, was man machen muss, um wirksam den Mieter zu verpflichten. Und nun gibt es diese Urteile, die besagen zweierlei. Zum einen, dass jede noch so als weiche Klausel wirksam formulierte Schönheitsreparaturklausel nur dann wirksam ist, wenn dem Mieter selber renovierte Räume überlassen worden sind bei Mietbeginn.